EMP2. So heißt das Auto zwar nicht und das ist auch nicht der große Bruder von R2D2 oder sowas, sondern so heißt die neue Plattform von Peugeot. Das ist ein modularer Baukasten, der es den Franzosen erlaubt, nicht nur dieses neue SUV hier auf 4 Räder zu stellen, sondern eben auch in anderen Größen auf der gleichen Plattform zu bauen. Das Schöne ist, der neue 3008 ist im Grunde genommen ein Kind des SUV-Booms, wenn man so sagen möchte. Das wird nämlich der Konkurrent sein für zum Beispiel den Nissan Qashqai oder hier in Frankreich den Renault Kadjar. Man muss sagen, er ist allerdings auch nicht so ganz günstig, startet so um die 20.000 Euro, aber der hier zum Beispiel mit dem 2 Liter Diesel, der beginnt schon bei 25.900 Euro und in der Ausstattung kostet er auch gern mal 40.000 Euro. Also so ganz günstig ist es dann eben nicht. Dafür hat man dann hier drin aber auch schon allen erdenklichen Luxus. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel ein virtuelles Cockpit wie bei Audi und hier gibt es ein großes Display hier in der Mitte. Das sieht so ein bisschen aus, als hätten sie es von BMW übernommen und auch die Automatik ist schon mit drin. Ich bin so ein bisschen gespannt, auch wenn das wirklich sehr gut aussieht, wie die gegen die Konkurrenz bestehen wollen. Denn in diesem Preisbereich sind es dann eben auch der Tiguan oder ein Mazda CX-5. Gegen den, die hier antreten. Und die sind bekanntlich Bestseller bei uns. Mal gucken, ob der hier das auch wird. Gleiches Design, aber 16,5 cm länger und das wird hier gerade, glaube ich, ganz genau von den asiatischen Kollegen ausgemessen. Das ist nicht der Peugeot 3008, sondern das ist der Peugeot 5008. Der hat die gleiche Plattform wie der 3008, auch ein sehr ähnliches Design, aber der spielt eine Klasse höher mit. Der ist eher so auf der Größe von einem Nissan X-Trail, einem Renault Koleos oder auch einem Kia Sorento angesiedelt. Kostenpunkt für den hier allerdings über 26.000 Euro in der Basis, das heißt, da geht es dann auch noch deutlich nach oben. Was man aber klar sagen kann, SUV-Boom und kein Ende. Die Franzosen haben jetzt 2 neue mit auf dem Markt. Wenn man das vielleicht nicht bereit ist auszugeben, dann muss man auf diese Kollegen nochmal warten. Die haben vielleicht demnächst eine günstige Alternative aus dem asiatischen Raum anzubieten, die vielleicht sogar ähnlich groß ist oder ähnlich aussieht.